Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moris. Heute mit Schwappe! Okay, dann nicht. Ja, mein Schwappe ist da. Das sollte eigentlich irgendwie erst zwischen nächste Woche und, keine Ahnung, Ende April kommen. Und Annie möchte mich füttern. Es tut mir leid, Anakin möchte mich füttern. So. Wir wollten Kätzchen suchen gehen. Da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Also, los geht's! Yay! Mit Schwabbel! Und Annie, der mich füttert. Ja, komm, das ja auch noch. So, okay. Kessel finden und wir haben sind auf Embergis gestoßen. Okay. Ich bin, es tut mir leid, wenn der Part wieder ein bisschen später hochgeladen wurde. Ich bin seit 6 circa wieder hier. Nicht mal. Und ja. Was möchtest du denn? Möchtest du Schwabbel? Sie hat die Temperatur von der Maschine abgesenkt, bevor die Lehrerin etwas gemerkt hat. Wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätte Mrs. Delaney gesehen, dass es meine Schuld war. Sie wollte sich sicherlich etwas bei dir einschleimen. Ja, sie hat gemerkt, wie beliebt du bist und wollte sich bestimmt mit dir anfreunden. Amber? Beliebt? Bin ich in einem alternativen Universum gelandet oder so? Oder habe ich irgendwas verpasst? Das ist klar. Tja, ihre Dankbarkeit ist auf einen Schlag wie weggeblasen. Naja, das wird noch ganz lustig werden. Ich freue mich schon. Naja, ich dachte mir, wir könnten sie in unsere Gruppe integrieren. Warum denn nicht? Aber sie muss begreifen, dass wir das nicht jedem anbieten. Meint sie das ernst? Sie scheint wohl irgendwie zu glauben, dass es ein Privileg ist. Ganz ehrlich, ist es nicht. Ich würde nicht zu Evas Gruppe gehören wollen. Ich glaube, Pia möchte das auch nicht. Sie sollte uns ein paar Gefallen tun und uns so beweisen, dass sie es verdient, mit uns abzuhängen. Macht euch mal keine Gedanken. Ich habe schon an alles gedacht. Der Horror. Vielleicht sollten wir Pia warnen gehen, aber naja. Was guckst du denn noch? Oh, nur mit der Ruhe, ich gehe doch nur vorbei. Du meinst wohl herumschnüffeln, ne? Ja, klar. Bei euch gibt es ja so viel zu schnüffeln. Ich bin nicht ihr, aber gut, wenn ihr meint. Wenn ihr nicht wollt, dass man eure mitleiderregenden Pläne mitbekommt, dann dürft ihr euch nicht darüber vor dem Klassenzimmer unterhalten. Hey, pass mal auf! Wenn du Ärger suchst, dann wirst du es schnell mit mir zu tun kriegen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Wusch! Oh, da flog Emma durchs Fenster. Ups. Soll ich den Krankenwagen rufen? Nee. Ich lasse sie lieber elendig verbluten da unten. I don't care. Du. Ich habe sie ja aus Versehen angestoßen. Ups. Kann ich ja nichts dafür, wenn sie runterfällt. Ist doch nicht meine Schuld. Ich bin 100-mal schöner als die neue. Guter Witz. Guter Witz. Guter Witz. Das war kein Witz? Oh. Kommt ein Spiegel, dann reden wir mal darüber. Hey, und du? Hey, kauf dir doch eine Brille, ne? Kurzsichtigkeit kann man heilen. Oh, jetzt hast es mir aber gegeben. Seriously. Ah, Melanie, würde es dir was ausmachen, mit mir die ganzen Handbücher in den Chemieraum zu tragen? Wow, das nenne ich aber mal einen Stapel.
frag doch deine Pia. Moment, ich bin doch gar nicht eifersüchtig. Klar, warum nicht? Ja, natürlich. Gerne. Danke, du rettest mir das Leben. Mrs. Delaney wartet schon seit gestern auf sie, aber sie wurden hier von irgendjemandem vergessen. Aber warum musst du dich denn dann darum kümmern? Naja, eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, dass man den Schülersprecher mit dem Mädchen für alles verwechselt. Hoppla, das ist das erste Mal, dass ich höre, wie Nathaniel sich wegen seiner Tätigkeit als Schülersprecher beschwert. Das wird schon gehen. Wir müssen das sogar in einem Durchgang schaffen. Das wird schon. Wir schaffen das! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Mann, ich mochte den alten Bob der Baumeister eindeutig mehr. Ja. Wusstest du das nicht? Ich hab das auch nicht im Fernsehen gesehen, ich hab das so im Internet mal gesehen. Noch. Das war schwer. Ja, entschuldige, ich hätte sicherlich lieber einen Jungen um Hilfe bitten sollen, aber du warst die Erste, die mir über den Weg lief. Kein Problem, das war ja jetzt auch nicht unüberwindbar. Du bist wirklich jemand, auf den man sich verlassen kann. Okay, wenn du meinst. Du kannst meiner Superkraft danken, der Hilfsbereitschaft. Gib dir Muskeln und so. Naja, nicht wirklich. Selbstverständlich, Madame Muskeln. Er kniff meinen Arm, um mich zu necken. Ha, 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 ha. Überhaupt nicht awkward. Ich such mal lieber Kästchen. Tschüss. Ich lachte nervös, bevor ich mich entfernte. Vorsicht, sie sind empfindlicher, als sie aussehen. Wirklich? Ja. Glaub's mal. I don't know what I'm doing. Übrigens, könnte es passieren, dass ich morgen oder übermorgen Persona 5 livestreamen werde? Doch. Du hast gesagt, ich darf es am Wochenende spielen. Ich will spielen. Mein Freund hasst mich. Also, Rosalia, hi! Fun Fact, ich suche gerade Kästchen, also... Kusch, hast du mit Kästchen gesprochen? Nein, aber ich suche ihn gerade. Und, ist der Moment der Wahrheit gekommen? Ich will auch nichts überstürzen. Ich wollte es eigentlich Schritt für Schritt machen. Naja, deine Schritte dauern aber alles ziemlich lange. Ich weiß, aber ich kann da nicht einfach so hingehen. Ich muss ja etwas raffinierter vorgehen. Ich meine, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, Yo, Kästchen, ich liebe dich! Wow, what the... Entschuldigung. Ich stelle mir das gerade wirklich bildlich vor. Ey, Yo, Kästchen, ich liebe dich! What the fuck? Lieb mich! Weil das seltsam wirkt. Ja, ja, ich verstehe. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich niemals entscheiden wirst. Doch, es ist nur... Ah! Hi! Lysende! Warum ist es bei dir 96? Habe ich irgendwas Falsches getan? Da war das Lysende auf 96. Hat er das Gespräch mitbekommen? Und ist jetzt eifersüchtig? Nee, oder? Hat er das Gespräch mitbekommen? Ich hörte auf einmal auf zu reden. Lysenda! brauchst du etwas? Ihr werdet mir nicht glauben. Ich habe schon wieder mein Notizbuch verloren. No, really! Wow, was für eine große Überraschung! Not. Wir glauben es dir, Lysander Schätzchen. Wir glauben es dir. Falls es euch in die Hände fallen sollte, könntet ihr es mir bitte vorbeibringen? Ich brauche es wirklich ganz dringend.
Ja, natürlich, machen wir, keine Sorge. Kein Problem. Heute ist wirklich ein Melanie-Solidaritätstag. Vielen Dank, ich werde auch danach suchen. Er ging mit einem bedrückten Gesicht. Irgendwie wirkt er anders als sonst, oder? Oh, ich will die Episoden zu ihm nicht haben. Ich will nicht. Oh. Du hast auch wohl nicht vor, dieses Notizbuch zu suchen, oder? Na, ich habe doch gerade Lysander gesagt, dass ich es mache. Glaubst du nicht, dass du wichtigere Dinge zu erledigen hast? Ich werde sein Notizbuch suchen gehen. Ich habe einige Minuten, um meinem Freund zu helfen, oder nicht? Du bist wirklich unmöglich. So sind wir so drin und es geht dann viel schneller. Und ich kann ein bisschen Kessel aus dem Weg gehen. Ne, 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 ne. Nein, ich gehe ihm doch nicht aus dem Weg. Ich doch nicht. Okay, es kann sein, dass ich jetzt in einen schicksalhaften Moment hinauszögere. Aber es gibt ja auch keine Eile. Eile mit Weile, wie man so schön sagt. Naja, eigentlich nicht mehr. Das sagen alte Leute. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Lysander, bitte, dürfen wir das Notizbuch nicht mitnehmen. Dann treffen wir ihn nämlich auf den Hof mit Pia zusammen. Also, wo kann denn nur dieses Notizbuch sein? Hi, Kästchen! Dich habe ich gesucht. Ich gehe ja mal wieder. Was machst du denn da? Oh, nix, ich habe nur etwas gesucht. Deinen Kopf vielleicht? Ha, super lustig! Bist du da ganz alleine drauf gekommen? Was mache ich denn nur? Ich kann mich nicht davor abhalten, immer so defensiv zu ihm zu sein. Dabei sollte ich doch eher meine. Es ist ja sehr schlau, nach so einem Start kann ich jetzt schlecht mit ihm auf einer Erwachsenenebene reden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da vorhin irgendwas abgehackt wurde. Sagst du mir jetzt, was los ist? Du bist ganz grün und es ist irgendwie abgefahren. Ich bin grün und es ist abgefahren? Ich bin der Hulk. Nein, wenn, dann bin ich ja She-Hulk. Dö. Hä? Ja. Annie hat Spaß. Und es sieht so aus, als würde er es mir heute nicht leicht machen. Ich muss dir etwas sagen. Ja, eine süße Szene mit ihm, die seinen Laufmeter steigen lässt. Okay. Also, wenn wir jetzt also die zweite Antwort nehmen und nicht gleich mit der Wahrheit rausrücken, gibt es später noch eine süße Szene mit ihm, die seinen Laufmeter steigen lässt. Also entweder wir lassen jetzt sofort das Laufmeter steigen, oder wir haben eine süße Szene, wo wir das Laufmeter mit steigen lassen. Die süße Szene. Da ist nichts. Wirklich, du denkst dir da irgendwelche Dinge aus. Wenn du es sagst. Wenn du doch noch deine Meinung änderst und dich entscheidest, es mir mitzuteilen, weißt du, wo du mich findest. Überall außer im Unterricht? Genau. Also sicherlich habe ich eine echte Blockade. Ich bin total unfähig, meine Gefühle zu offenbaren. Rosalia wird mich wahrscheinlich töten. Oh ja. Oh ja, Rosalia will uns töten. Bestimmt. Moment, wir dürfen das nicht aufhören. Wenn ich es jetzt anklicke, hebe ich es auf, oder? Okay. Lassen wir es einfach. Wir lassen es einfach in Ruhe. So. Ach, schau mal, Mr. Forrest und die Direktoren scheinen heute gut gelaunt zu sein. Und wie sieht es mit Geografie und Geschichte aus? Auf den ersten Blick scheint sie ein ausgezeichnetes Niveau zu haben. Sie scheint sehr motiviert zu sein und hat eine sehr gute Allgemeinbildung. Gut, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden, dass Fräulein Pia das Niveau dieser Klasse heben wird. Schatzi, da ist nichts mehr drin.
Bla bla bla, es ist gut jetzt. Wir sind jetzt auch keine Analphabeten. Analphabeten. Ja, du kriegst gleich was in der Nahe. Sag mal. Es ist wirklich nervig, wie jeder von Pia beeindruckt zu sein scheint. Stell lieber mal die Flasche wieder runter. Wenn man sie reden hört, kann man meinen, dass sie irgendwie ein überirdisches Wesen ist. Aber sie hat es ja selber gesagt, sie ist ein ganz normales Mädchen. Ist sie auch. Naja, nee. Hä? Keine Ahnung. Irgendwie ist sie aber auch nicht so normal, weil sie hat schon manchmal sehr radikale Methoden. Naja. Thomas hat eine neue Freundin. Ist er nicht einfach zu jung dafür? Ist schon lustig. Ich habe das Gefühl, mich wie eine Mutter anzuhören, wenn ich jetzt so wenn ich so rede. Ach, das ist ja alles noch sehr harmlos. Außerdem ist es ja auch nicht der erste. Wow. Wirklich, dieser Bengel scheint wohl allem voraus zu sein. Na super, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Ich meine, sogar ein Kind schafft es, seine Gefühle auszudrücken. Great. Wir dagegen sind alt genug und trotzdem allein. Ach, Iris hätte jetzt nicht besser Salz in die Wunde streuen können. Aber sie sprach ja was Wichtiges an. Alt genug. Eigentlich sollte ich ja gar keine Angst haben, zu meinen Gefühlen zu stehen. Eigentlich. Ah, da ist ja Lysander. Aber was hat diese Pia nur mit ihm gemacht? Ich muss ihm vielleicht sagen, dass ich sein Notizbuch nicht gefunden habe. Ich näherte mich. Ich habe es in der Schulbibliothek gefunden. Aber was ist... Wie gesagt, ich mag Pia, ich kann zu ihr nicht gemein sein. Ich kann zu ihr nicht gemein sein. Ich finde es einfach süß, wie sie es ihm wiedergibt. Sie kennt Lysander ja so gut wie noch gar nicht und bringt ihm sofort das Notizbuch mit. Sie ist wirklich sehr hilfsbereit und nett. Und ich mag sie. Auch wenn sie wirklich ein paar radikale Methoden hat, was Ember angeht. Aber ich mag es. Naja, ich find's schön. Aber wie konntest du wissen, dass es mein Notizbuch ist? Oh, mach dir mal keine Gedanken. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe einfach nur gefragt, wem es gehört, und Cassie sagte mir dann, dass es deines ist. Es ist sehr nett von dir, es mir zu bringen. Ich habe schon überall gesucht. Kein Problem. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann wäre ich auch froh gewesen, wenn mir jemand geholfen hätte. Pia ging und Lysander schaute mir in die Augen. Ah, Melanie, hast du das gesehen? Ich glaube, wir haben eine Nachfolgerin für dich gefunden. Also jetzt nehme ich es doch ein bisschen persönlich. Eine Nachfolgerin? Pia hat wohl auch das Talent, meine Sachen zu finden. Ich kann es nicht glauben, dass Lysander Nachfolgerin gesagt hat. Bin ich jetzt überhaupt nicht mehr wichtig? Bin ich jetzt scheißegal geworden? Lysander! Na, no, never mind. Ich mag Pia immer noch. Okay, er macht vielleicht nur Spaß, aber ich finde es sehr verletzend. Melanie, was ist passiert? Nichts, überhaupt nichts. Ich bin schnell abgedüst, noch bevor er etwas hinzufügen konnte. Oh, er wirkte so traurig. Er wirkte so besorgt. Lysander meint das ja nicht böse. Es ist ihm einfach nur aufgefallen und er sagt immer, was er denkt und er meint es doch nicht böse. Einige Tage sind vergangen und wie man aus den jüngsten Ereignissen sehen kann, hat sich Pia sehr gut auf dem Gymnasium integriert. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie überall ist. Und ich fühle mich lächerlich, deswegen auf sie böse zu sein. Was muss ihr vorbestellen? Oh. Oh. Ich weiß, dass sie nichts Schlimmes macht.
Sie ist nur sie selber. Und jeder liebt sie so, wie sie ist. Und um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, habe ich immer noch nicht den Mut gefunden, Cassie meine Gefühle zu offenbaren. Rosalia wollte sich mit mir im Park treffen, um über alles nochmal in Ru aller Ruhe zu reden. Diese ganze Situation muss sie auf eine Art amüsieren. Amüsiert? Ich glaube, sie ist eher total angepisst, weil wir immer noch nichts gesagt haben. Rosalia nimmt das alles manchmal ganz schön persönlich. I am good. Hallo Rosalia. Lass uns direkt zur Sache kommen. Oh, okay. Die Lage ist ernst. Das kann man wohl sagen. Ich meine es ernst. Ist dir klar, was, dass wenn du nichts machst, der Junge deiner Träume dir vor der Nase weggeschnappt wird? Ich. Moment. Der Junge meiner Träume, also so würde ich Cassie jetzt nun wirklich nicht bezeichnen, okay? Das geht ein bisschen zu weit, ne? Ich weiß auch nicht wieso, aber ich stellte mir vor, wie Cassie gerade dabei war, Pias Hand zu nehmen. Okay, gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ob er jetzt mit ihr oder mit einer anderen ausgeht, ist es klar, dass Cassie nicht ewig Single bleiben wird. Aua, das hört man und das tut weh. Herrn Tejon ist immer noch untergesetzt. Ich gebe zu, dass es ein wichtiger Punkt ist. Ja, das ist klar. Persönlich glaube ich, dass du Glück hast, dass so ein Junge wie er noch so lange Single geblieben ist. Da hast du auf jeden Fall recht. Abgesehen davon überrascht es mich, dass du noch nie mit jemandem zusammen warst. Die Jungs sind wirklich blind. Oder bin ich es, die ein Problem hat? Ja, das stimmt. Du hast ein wirkliches Problem. Und zwar ist es der Mangel an Selbstvertrauen. Aber daran werden wir arbeiten. Sollen wir Cyrano de Bergerac nachspielen? Das ist genau das, was sie auch sagt. Gesundheit. Du übertreibst, der Name muss dir doch ein Begriff sein. Wir haben ein Stück für die Theaterproben gelernt. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Aber ich sehe wirklich keinen Zusammenhang zwischen einer großen Nase und dem Flirten. Weil Christian nicht die richtigen Worte findet, hilft Cyrano ihm, Roxanne zu erobern. Nur, dass es dann doch so zu weit geht und Cyrano am Ende anstelle von Christian mit Roxanne spricht. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Französisch ausspricht, also halt die Klappe. Es hört sich irgendwie verdreht an. Wie konnte er an seiner Stelle sprechen, ohne dass das Mädchen etwas bemerkte? Wenn ich mich richtig daran erinnere, war es Nacht und Cyrano hat sich unter Roxannes Balkon versteckt. Das ist gar keine dumme Idee. Ich habe keine Angst, mich unter Cassiers Balkon zu verstecken. Rosalia! Das Mädchen macht mich fertig. Das Mädel macht mich fertig. Ich vergrub das Gesicht in meinen Händen, halb genervt und halb lachend. Was? Und ich dachte, dass du einen richtigen Plan hast. Oh, hallo, du hast angefangen davon zu sprechen. Aber er hat ja gar keinen Balkon, also wird es wohl nicht funktionieren. Good job. Es gibt auch 100 andere Gründe, warum es nicht funktionieren würde. Wir werden uns ja an die klassischen Methoden halten. Okay. Aber du musst dich mal anstrengen. Ich bin bereit, mich anzustrengen. Ich bin bereit zum Abkassieren. Okay, das war ja Mr. Krebs, aber naja. Gut, also ich verstehe, dass dein Lebensgeständnis weit über deine Fähigkeiten hinausgeht. Deshalb sollen wir besser schrittweise vorgehen. Das heißt, als erstes ist es wichtig, Zeit mit ihm zu verbringen. Du könntest ihn zum Beispiel irgendwohin einladen.
Ja, aber wir hatten ja schon solche Momente. Ja, vielleicht, aber jetzt bist du dir deiner Gefühle viel sicherer. Du siehst die Dinge viel klarer und das ändert alles. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen kann. Ich ehrlich gesagt auch langsam nicht mehr. What the fuck? Rosalia ist echt hier ne Ver ein Verkupplungsmonster. Warum will sie unbedingt, dass wir zusammenkommen? Kann sie uns nicht in Ruhe lassen? Eure Beziehung wird sich sicherlich ändern. Die Atmosphäre wird anders sein. Aber um die Dinge langsam anzugehen, solltet ihr vielleicht nicht gleich alleine ausgehen. Okay. Also, was ich dir vorschlage, ist eine Verabredung zu viert mit Lee und mir. Was? Aber sonst geht's dir gut, oder? Das schreit ja förmlich nach Doppeldate. Du hast gesagt, dass du dir Mühe geben wolltest. Ja, aber es ist zu viel, Rosalia. Außerdem bin ich mir sicher, dass Kenzie sich über mich lustig machen wird. Oder vielleicht wird es ihm gefallen, dass eine von euch beiden sich ähnlich wie eine Erwachsene benimmt. Eine von euch beiden? Habe ich irgendwas verpasst oder hat Cassie seit neuestem Brüste? Das Wichtigste ist, dass du dich dabei nicht so gestresst fühlst. Nee, es würde mich überhaupt nicht stressen, wenn du und Leon uns ganz genau beobachten werdet. Sag mal, für jemanden, der Hilfe braucht, finde ich dich ja schon irgendwie schwierig. Entschuldigung, ich bin immer der anspruchsvoll. Denk mich. Und ich habe mal gesagt, dass du dich nicht die ganze Zeit in meinen Let's Plays einmischen sollst. Es ist der perfekte Plan. Wir hätten so ein halbes Date und so eine halbe Verabredung unter Freunden. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob es so ausgeklügelt ist, wie du glaubst. Na gut, hast du Lust, es zu versuchen? Ich habe seufzend die Augen geschlossen. Gut, okay, ich mach's. Super! Du wirst schon sehen, es wird super klasse. Wir suchen dir ein hübsches Outfit aus und langsam, ich sehe dich schon mit deinem Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, was so schlimm daran ist, dich bis schick zu machen. Naja, erstens, ich hasse Shoppen. Zweitens, ich hasse Shoppen. Drittens, ich hasse Shoppen. Oh, und habe ich schon Shoppen erwähnt, dass ich es hasse? Nein? Ich hasse Shoppen! Okay, damit wäre das Thema gelöst. Ja, okay, wir schauen mal. Vorher muss ich den Mut finden, ihn einzuladen. Am besten machst du es nach Unterrichtsschluss. Das Beste wäre es, wenn du ihn noch aufhalten kannst, bevor er nach Hause geht. Dann sind alle gut drauf und jeder beeilt sich, schnell nach Hause zu kommen. Die Chance ist viel größer, dass ihr nicht unterbrochen werdet. Ja, das macht Sinn. Trotzdem muss ich mich trauen. Rosalia und ich waren uns einig, dass ich kein spezielles Datum für diese Pärchenverabredung vorschlagen sollte. So geht die "Ich bin beschäftigt" Ausrede nicht. Es sind mehrere Tage vergangen, aber ich habe immer noch nicht, mich immer noch nicht getraut, den Schritt zu wagen. Wir werden mal sehen, wie es heute so läuft. Wahrscheinlich immer noch nicht besser, weil wir totale Feiglinge sind. Okay, das wird lustig. Bin ich das oder scheint Kent ihn irgendwie total verloren zu sein? Ist irgendwie in dieser Episode was. Hat irgendjemand den Jungs was in ihr Essen gemischt in dieser Episode oder was ist los? Hallo, was machst du hier ganz alleine? Melanie, bist du das? Ja, wen hättest du denn sonst gern? Jetzt muss ich an eine Szene denken aus Resident Evil, die ich durch ein Video kennengelernt habe. Nein, nicht das. Ja.
Jill, ich bin es, Chris. Chris, bist du das? Nee, ich hab gerade nur aus Spaß meinen Namen rausgeschrien. Der Witz ist so schlecht. Dachte ich es mir doch, dass ich deine Stimme erkannt habe. Aber was ist denn passiert? Warum bist... Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Ach so, deswegen hat er gefragt, ob ich es bin. Oh, er hat mich nicht erkannt. Ups. Entschuldigung, ich wollte mich nicht lustig machen. Oh. Ich habe sie falsch eingesetzt. Am Ende habe ich eine verloren und als ich die zweite richtig einsetzen wollte, ließ ich sie ins Toilettenwaschbecken fallen. Mist, und was willst du jetzt machen? Ich habe meine Brille dabei, aber ich weigere mich, dieses Monstrum aufzusetzen. Aber wieso denn? Das steht dir doch bestimmt gut. Komm, so schlimm ist die Brille doch gar nicht. Du bist albern. Es handelt sich dabei um einen Notfall. Glaubst du nicht auch? Ja, aber du kannst das nicht verstehen. Warum nicht? Stell dir mal vor, ich weiß sehr gut, wo das Problem liegt. Ach ja? Ich kann mir vorstellen, dass es dich an viele schlechte Momente erinnert, aber jetzt kannst du doch drüber stehen. Glaubst du das wirklich? Na klar, du bist jetzt viel reifer geworden und so eine alberne Brille kann das nicht ändern. Das ist nett, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Er ist verunsichert weggegangen. Och, Kentin. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich würde ihm wirklich gerne helfen. Ich hab Kentin lieb. Ich finde ihn total knuffig. Ich fand ihn schon immer sehr knuffig. Und ein bisschen nervig, aber naja. Ladidi, ladidu, lada. Kim scheint im Moment wirklich nicht gut drauf zu sein. Ich näherte mich, um mit ihr zu sprechen, aber sie lief davon. Kim, alles in Ordnung mit dir? Hi, Töpfchen! Dich habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe dich total vergessen in dieser Episode. Hallihallo, meine kleine Zuckermaus! Hi! Guck mal, was ich aufgeschnibbert habe! Es ist der letzte Schrei der Saison! Ach ja? Hieraus kannst du dir ein Henna-Tattoo machen. Ich bin mir sicher, dass dir super stehen wird. Es ist ein wahrer Albtraum. Hilfe, Mama! Wo ist denn das Henna-Tattoo? Entschuldigung, wenn ich gehe, aber ich bin total fertig von der Arbeit und so. Es ist warm und Zeitung austragen währenddessen ist echt anstrengend. Da, Henna hat Tattoo gefunden. Henna, mach ich. Nee, das mache ich da drunter. Nee, Moment, das ist drunter, ne? Ja. So. Wir haben jetzt das Henna-Tattoo! Wuhu! Ich habe total vergessen, dass man das in dieser Episode kriegen kann. Aber klar, wegen Pia. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Ja, okay, nicht rassistisch. Ich meine eher hier vorurteilmäßig. So, Henna-Tattoo. Inder. Ich meine, nicht alle Inder haben ein Henna-Tattoo. Du weißt ja nicht, was ein Henna-Tattoo ist. Tja. Ich werde es dir nicht erklären. Ich hatte schon mal ein Henna-Tattoo. Ich finde es schön. Vor allem, weil es wirklich ein bisschen aussieht wie ein echtes Tattoo, aber eben halt. Irgendwann geht es weg. Irgendwann verblasst es. Ich finde es schön. Ich hatte wirklich mal eins. War ganz nett. War jetzt. Nein, nein, das ist kein Abzieh-Tattoo. Es ist ein bisschen anders. Und wir suchen und suchen. Es ist schon unglaublich, wie sehr die neue den Jungs gefällt. Was? Was? Daran gibt's nicht so viel, denn sie sabbern ja schon vor ihr.
Das sagst du nur, weil du eifersüchtig bist. Arme, du hast wirklich nichts verstanden. Wenn ich mich wirklich für jemanden interessieren würde, dann wären wir schon längst zusammen. Ach ja, Entschuldigung, ich habe mir auch gleich gedacht, dass du alles hast, was so eine Femme fatale ausmacht. Du kannst ja gerne lachen, aber wenigstens bin ich freiwillig Single. Ey, was meinen Sie denn jetzt damit? Hallo, ich habe sogar ein Kind, also bitte! Frauen. Ich hasse sie alle. Weil mir ist heute auch ein lustiges Ereignis beim Zeitung austragen. Da dachte ich auch so. Man kann sich auch wegen jedem Scheiß aufregen. Es war eine ganz enge Straße, wo es nur so den Häusern ging. So, eine Mutter und eine andere Tussi und mit einem kleinen Kind gingen mitten auf der Straße entlang. So, und da kam eine vorbei, die ja natürlich irgendwo wohnt und parken wollte. Und die Mutter da beschwert sich von wegen, ja, dass sie nicht geblinkt hätte und so. So von wegen, es tut mir leid, dass sie keinen Blinker haben. Da denke ich mir auch so, man kann sich auch wegen jedem Scheiß aufregen, ey, ganz ehrlich. Also, wenn man ein bisschen Gehirn hat, kann man sich auch denken, dass jemand da wohnt und da parken möchte. Und man geht nicht mittenmaschig auf der Straße entlang, selbst wenn die Straße ganz schmal ist. Da können trotzdem Autos entlangfahren. Dann geht man auf einer bestimmten Seite und zwar ganz eng, vor allem mit einem kleinen Kind. Macht man denen das so auch später vor? Wahrscheinlich ist das auch so eine, die einfach mittenmaschig über die Straße geht, egal ob da Autos kommen oder nicht. Und die ihre Kinder zugfallen mit irgendeinem stinkenden Rauch oder so. Keine Ahnung. Ich hasse die Menschheit und ich stehe dazu. Ach, da ist ja Kentin. Er lehnt sich mit dem Rücken zu mir gegen seinen Spind. Ich werde mich leise nähern. Warum auch immer. Oh nein, die schon wieder. Ich bin mir sicher, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also komm. Ich versichere es dir. Es ist nicht wirklich schön anzusehen. Kentin? Aber was macht sie denn? Sie hat ihm die Brille aufgesetzt. Ich find das süß. Ich weiß echt nicht, was alle gegen Pia haben. Ich find's süß. Ich meine, okay, sie ist vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber sie ist eigentlich bloß hilfsbereit. Und das mag ich. Und okay, Pia hat ein Henna-Tattoo. Okay, ein bisschen lächerlich sieht es schon aus. Man muss es so geben, ein bisschen lächerlich sieht es schon aus. Pia näherte sich Kenny und setzte ihm seine Brille auf. Ich find's gar nicht mal so schlecht. Du sagst das nur aus Höflichkeit. Machen wir uns nichts vor, es ist überhaupt nicht dein Stil. Aber es ist immer noch besser, als überhaupt nichts zu sehen. Findest du nicht auch? Ja, du hast sicherlich recht. Warum hört er nur auf sie und nicht auf mich? Ich habe das Gefühl, ein kleines Mädchen zu sein. Aber wie kann sie sich den Jungs nur so schnell nähern? Es ist viel stärker als ich. Es nervt mich. Ich ging lieber, bevor einer der beiden mich so sehen konnte. Wie so? So genervt? Ist das das Wort? Genervt? Ich glaube, genervt sehen wir sie alle. Aber naja. Wir gehen dann nächsten Part frische Luft schnappen. Also, bis zum nächsten Mal dann. Bye! Sag tschüss, Schwabbel. Hey Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir unten auf den schönen Knopf. Es würde uns super viel helfen, vor allem mir. Und ja, schaut euch doch ruhig auch mal meine anderen Let's Plays an. Ich werde auf jeden Fall noch mehr machen. Also, ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!